Ich habe gerade das Protokoll zur Kenntnis genommen. Jetzt Ostermarsch. Ich überlege gerade, wann ich da teilgenommen habe. Ganz früher sicherlich. Und dann nach einer gewissen Pause neu wieder auf dem Eisberg war nochmal eine Kaserne. Da standen wir auch mal. Wann war das? Friedensbewegung 1980. Das war die alte große Friedensbewegung bis 1983. Und dann 1995, 96 oder 97. Ich glaube, das war 96. Da war dann nicht so viel los. Die Friedensbewegung ist geschrumpft und ja, die Friedensbewegung sagt, wir wollen Frieden unabhängig von Bündnissen oder militärischen Verpflichtungen und so weiter. Das ist eine grundsätzliche Entscheidung. Ich habe ja immer gesagt, Frieden schaffen mit weniger Waffen. Nicht mit mehr Waffen, sondern mit weniger Waffen. Also nicht das, was die Ampel macht oder andere. Natürlich wissen wir, der Aggressor, der da einmarschiert ist, das weiß ich auch. Ne? Aber eins nach dem anderen, Friedensmarsch am 30.03. um 12, Treffpunkt und so weiter. Mal sehen, ob ich dahin fahre, mit der S-Bahn am besten. Das kann ich jetzt nicht entscheiden. Ne? Also, tagesaktuell entscheiden, im Heute-Leben. Aber das Protokoll hat mich doch sehr gefreut. Inhaltlich natürlich, ich war da ja nicht anwesend, aber auch diese persönlichen Dinge, die damit zu tun haben, die für die Öffentlichkeit vielleicht nicht so gedacht sind, das ist wirklich sehr angenehm, dass die Linkspartei auch eine Verjüngung erfährt. Ich gehöre zu den alten Knackern da längst und der Generationswechsel muss vollzogen werden. Ne? Ganz klar.